Der Cocktailshaker. Ein wirklich wichtiges Barwerkzeug. Meiner Meinung nach das wichtigste Barwerkzeug überhaupt. Scheinbar haben aber einige Leute damit Schwierigkeiten, den Cocktailshaker erstens richtig zu benutzen und zweitens den Boston Shaker zu öffnen. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy, deinem Cocktailkanal. Ich bin der Reinhold und heute reden wir mal über den Cocktailshaker. Wenn dich ein anderes Barwerkzeug interessiert oder ich für dich einen Cocktail mixen und dessen Geschichte erzählen soll, dann schreib's mir unten in die Kommentare und ich werde deinem Wunsch in den nächsten Videos gerne nachkommen. Als neuer Zuseher abonniere den Kanal, um immer am Laufenden zu bleiben. Falls du schon Abonnent bist, danke dafür. Den Cocktailshaker verwendet man für schwer vermengbare Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Obers, also Sahne, Milch, Liköre, Sirupe und Säfte, aber auch für Eiweiß, wie zum Beispiel beim Eggnog. Kurz gesagt, wenn ein Getränk nicht gerührt oder direkt im Gästeglas gebaut wird, Bild in Glas wie die Caipirinha, siehe Video, muss man es schütteln. Außerdem kühlt er den Drink schneller runter und gibt ihm eine schön schaumige Textur. Im Grunde genommen gibt es zwei Grundtypen. Ja? A, den Standard Shaker, auch Kobler Shaker genannt. Der besteht aus drei Teilen. Eins, zwei, drei. Er ist sehr beliebt, denn er hat ein integriertes Sieb und dessen Verschlusskappe kann man auch als Messbecher verwenden, da sie genau 3 cl misst. Und dann gibt es noch B, den Boston Shaker. Der besteht aus zwei Teilen, hat ein etwas größeres Volumen. Er wird gern von Barkeepern bevorzugt und Hobbymixologen, denn man kann darin gleichzeitig zwei Cocktails mixen. Er besteht aus einem Metallteil und einem Glasteil. Kann aber auch zum Beispiel aus zwei Metallteilen bestehen. Dann sagt man Tin-Tin-Shaker dazu. Das Glasteil kann auch als Mixing-Glas verwendet werden für gerührte Drinks, wie zum Beispiel dem Negroni. Kommen wir nun zur Benutzung des Cobbler-Shakers. Nehmen wir an, du mixt einen Cocktail, dann kühlst du zunächst einmal das Glas vor, nimmst Eiswürfeln und etwas Wasser . Dadurch kühlt das Ganze schneller. Wir geben das Ganze auf die Seite. Nimmst deinen Cobbler-Shaker, misst deine Zutaten ab. In dem Fall nehme ich nur etwas Saft, um es zu veranschaulichen. Gibst etwas Eis dazu. Du füllst den Shaker zu 2/3 mit Eis, kannst ihn auch ganz voll machen, je nachdem wie du möchtest. Der Vorteil ist, wenn du den Shaker nur zu 2/3 mit Eis befüllst, dass die Flüssigkeiten bzw. das Eis noch brechen kann und somit noch etwas Schmelzwasser dazu kommt. Falls du den Shaker aber bis zum Rand oben hin voll füllst, zirkuliert die Flüssigkeit nur drumherum und das Eis bricht nicht wirklich, weil die Eiswürfel aufeinander gestapelt sind und gar keine Luft nach oben oder unten haben, beziehungsweise gegen den Shaker prallen. Ja? Deswegen fülle ich den Shaker einfach nur zu 2/3 voll. Anschließend nehme ich das Teil mit dem eingebauten Sieb, setze es auf, nehme die Verschlusskappe, gebe die ebenfalls drauf, drück gleich drauf, halte den Daumen oben, die anderen Finger umgreifen den Shaker, so mache ich das ganz gern. Mit der linken Hand hältst du halt eben den Boden fest, beziehungsweise die 2-3 Finger und danach schüttelst du einfach kräftig, ca. 10 bis 12 Sekunden. Ja?
So, wenn du fertig bist, nimmst du die Verschlusskappe ab, gießt noch das Wasser aus dem Glas ab. Und salzt den Drink durch das eingebaute Sieb in das vorgekühlte Cocktailglas ab. Die Vorteile des Kobler-Shakers sind eindeutig. Sie haben ein integriertes Sieb, das Eis und Fruchtstücke zurückhält. Die Kappe ist gleichzeitig ein Messbecher und misst 3 cl. Der Nachteil wiederum, er lässt sich, wenn er wirklich eiskalt ist, nur schwer öffnen. Das liegt natürlich daran, dass sich das Metall durch die Kälte zusammenzieht. Falls sich der Shaker nicht mehr öffnen lässt, kannst du ihn unter warmem Wasser oder unter warmes Wasser halten. Dadurch dehnt sich das Metall wieder auseinander und du kannst die Verschlusskappe runternehmen. Kommen wir nun zum Boston Shaker. Hier ist ebenfalls das Gleiche. Wenn du einen Cocktail mixt, kühl zuerst dein Glas mit Eiswürfeln und Wasser. Stell es wieder auf die Seite. Nimm das Glasteil, misst deine Zutaten darin ab. In dem Fall wieder zu Demonstrationszwecken einfach nur etwas Saft. Den Shaker füllst du wie vorhin zu 2/3 mit Eis. Und setzt das Metallteil auf. Setzt es so auf, damit du auf der einen Seite eine gerade Linie hast und auf der anderen Seite einen Winkel. Einen leichten Schlag auf den Shaker geben. Überzeug dich davon, dass der Shaker fest verschlossen ist. Umdrehen das Ganze. Das Glasteil schaut zu dir. Das Glasteil schaut deshalb zu dir, falls hier der Shaker während des Schüttelns aufgehen sollte, was ich für dich nicht hoffe, dann schüttest du dich an mit den jeweiligen Flüssigkeiten, die drin sind, weil die Öffnung zu dir zeigt und nicht deinen Gast. Okay? Wir schütteln wieder 10 bis 12 Sekunden. Was wirklich daran wichtig ist, ist wieder den Daumen. Oben fixieren, oben halten, 2 Finger auf der Seite und hier ebenfalls, wie beim Kobler Shaker, 2 bis 3 Finger unten am Boden festhalten und schütteln. Zum Öffnen schlägst du mit der Handfläche einfach gegen den Shaker zwischen der geraden Seite und dem größten Spalt. Genau hier. Einmal draufklatschen und er ist offen. Jetzt benötigst du aber, da er kein eingebautes Sieb hat, den Hawthorne Strainer. Das ist ein Barsieb mit einer Spiralfeder drauf, ja? Du setzt den Strainer einfach auf, um eben das Eis und die jeweiligen oder eventuelle Fruchtstücke fernzuhalten. Gießt vorher noch das Wasser und die Eiswürfel aus dem Cocktailglas ab. Somit erhältst du wieder ein schön vorgekühltes Cocktailglas und salzt den Drink einfach ab. Der Vorteil lässt sich auch, wenn er eiskalt ist, leicht öffnen. Lässt sich insofern leicht reinigen, weil es nur 2 Teile sind.
und man kann darin zwei Cocktails mixen. Der Nachteil wiederum ist, man benötigt einen Hawthorn-Strainer, also ein Barsieb, um das Eis und eventuelle Fruchtstücke zurückzuhalten. Falls dein Supermarkt in der Nähe keinen Cocktailshaker zur Verfügung hat, habe ich dir den Link zu den Cocktailshakern in die Beschreibung gepackt. Ich hoffe jetzt, dass es dir leichter fällt, die Shaker zu benutzen und zu öffnen. Danke fürs Zusehen. In diesem Sinne, shake and enjoy. Bis bald. Ciao.